Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Schäfer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir zwei Vorbemerkungen, bevor ich mich inhaltlich mit dem Antrag beschäftige. Erste Vorbemerkung, verehrter Herr Kollege Rock. Es muss für die hessische FDP unglaublich schrecklich gewesen sein, dieses Land mitzuregieren. Wenn ich mir Ihren Redebeitrag heute wieder angehört habe, manche auch der Vergangenheit, es muss entsetzlich gewesen sein, an der Regierung dieses Landes beteiligt gewesen zu sein, mit welchem Tempo Sie sich von gemeinsam getroffenen Entscheidungen entfernen. Das ist ein beachtlicher Umstand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dabei hatte ich eigentlich das Gefühl, dass die Kollegen Dr. Hahn, Renn, Speer und auch Posch sich in ihren Ämtern durchaus nicht unwohl gefühlt haben, als sie noch hatten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber so ist das gelegentlich. Zweite Vorbemerkung. Ich habe Ihnen ganz gelassen zugehört. Vielleicht schaffen Sie das ja auch, nicht? Ich freue mich, dass der Kollege Schmidt in seiner Rede wenigstens zu Beginn in einem Halbsatz gesagt hat, dass er die Klage des Landes Hessen gegen den VW-Konzern für richtig hält. War ein ganzer Satz. Okay, Entschuldigung, das nehme ich ausdrücklich zurück. Es war ein ganzer Satz. Ein ganzer, vollständiger Satz von vorne bis hin. Gut. Soweit. Das ist mir deshalb sehr wichtig, weil das ist mir deshalb sehr wichtig, weil ich aus der Lektüre einer Pressemitteilung der nordhessischen sozialdemokratischen Abgeordneten eine solch eindeutige Klarheit eher vermisst habe. Und eine Erklärung des, ich weiß noch, noch amtierenden Unterbezirksvorsitzenden von Nordhessen oder zumindest ehemaligen, der jetzt Bürgermeister in Baunatal ist, der das exakte Gegenteil erklärt hat. Da scheint mir wieder die gleiche sozialdemokratische Strategie, die man bei K&S und bei anderen Themen auch sieht. Überall dort, wo es gerade in den Kram passt, wird eine Position vertreten, egal ob es genau die gegenteilige ist an anderen Stellen. Das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine durchschaubare Strategie. Kolleginnen und Kollegen, bitte etwas mehr Ruhe. Nun nähern wir uns einmal dem Antrag. Es ist ja im Moment so üblich, alles irgendwelchen Checks zu unterziehen. Ich will mich diesem gemeinen gesellschaftlichen Trend nicht entziehen und nenne das jetzt einmal Ernsthaftigkeitscheck. Erster Teil. Das Benennen der Rechtsgrundlage für den vermeintlichen Schadenersatzanspruch. Jetzt muss ein erfahrener Innenpolitiker wie Günther Rudolph es ist, nicht wissen, dass seit 2014 eine andere Rechtsgrundlage gilt. Das muss er nicht wissen. Das kann man auch korrigieren. Aber wer anderen versucht, in einem Antrag die Frage der Ernsthaftigkeit von Verwaltungshandlung Vorwürfe zu machen, ist jedenfalls in der Notwendigkeit, formal korrekte Anträge vorzulegen. Und das ist Ihnen an der Stelle offensichtlich nicht gelungen. Einen zweiten Punkt, den Sie offensichtlich nicht gemerkt haben und der mich mehrere Stunden heute Nacht in der Vorbereitung gekostet hat. Wenn Sie hier schreiben, die Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses 18.1, habe ich mir die Akten des Untersuchungsausschusses 18.1 angesehen. Das war der Steuerfahnder-Untersuchungsausschuss der letzten Legislaturperiode. Jetzt habe ich die ganzen Akten gewälzt und habe nicht einmal den Namen Lucia Puttrich gefunden. Dann ist mir eingefallen, vielleicht war es der zweite Fehler der Sozialdemokraten in ihrem Antrag, und es könnte 19.1 gemeint werden. Ernsthaftigkeit eines Antrages, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dritter. Ja.
Ja? Sehen Sie einmal, wie ernsthaft ich glaube, dass Sie Politik machen. Aber es war ein Fehler offensichtlich. Kolleginnen und Kollegen, bitte etwas Ruhe. Dritter Teil des Ernsthaftigkeitschecks. Wenn Ihnen sozusagen aus Anlass unserer Klage gegen den VW-Konzern die Frage möglicher anderer zu realisierender Schadenersatzansprüche ein ernsthaftes Anliegen wäre, dann hätten Sie möglicherweise auch auf den Gedanken kommen können, nicht nur die wenige Monate zurückliegende Debatte über die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses zu Rate zu ziehen, sondern hätten vielleicht auch die Debatte um den Flughafen Hahn in diesem Landtag heranziehen können und vielleicht in einem zweiten Absatz uns auffordern sollen, gegen das Land Rheinland-Pfalz zu klagen, weil dort in grob fahrlässiger oder gar vorsätzlicher Weise Anwaltskosten auf hessischer Seite verursacht worden sind. Exakt das haben Sie nicht getan, sondern sich nur auf den einen Punkt konzentriert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da wird man den Verdacht nicht los. Es geht nicht um Sache, sondern darum, eine längst gehabte Debatte im Landtag neu aufleben zu lassen und gleichzeitig einer Politikerin menschlich persönlich zu schaden und sie zu diskreditieren. Das ist Ihre wahre Absicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie sonst ist es zu erklären, dass der Kollege Schmidt frei aus der Luft irgendwelche Personalspekulationen erfindet, nur um einer Persönlichkeit zu schaden, nur um Lucia Puttrich zu diskreditieren, meine sehr verehrten Damen und Herren? Und dann habe ich versucht, aufmerksam zuzuhören. Gibt es ein einziges neues Faktum? Gibt es ein einziges neues Faktum, was hier in der Debatte vorgetragen wurde, was nicht bereits Gegenstand der Beratung im Untersuchungsausschuss gewesen ist und was jedenfalls bei einer Mehrheit des Hessischen Landtages zu einer Abwägungsentscheidung, welcher Rechtsauffassung zur Fragestellung von Verantwortlichkeit man zuneigt? Ich habe keine neuen Fakten gehört in dieser Debatte. Und deshalb, ja, aber Sie müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass offensichtlich eine Mehrheit des Hauses eine andere Rechtsauffassung hat. Das bestreitet nicht. Ja, das ist ja gut. Es ist ja Ihr gutes Recht. Es ist ja doch Ihr gutes Recht, an Ihrer Position festzuhalten. Das nimmt Ihnen ja niemand. Nein, das ist keine Frage des Gnadenrechts. Dafür bin ich auch gar nicht mehr zuständig, wie Sie wissen. So. Und wir wissen gemeinsam, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich diesen einen Punkt noch einmal sagen, weil mich diese Logik irgendwie bisher nicht restlos überzeugt. Sie rekurrieren immer wieder auf die Anhörungsfrage. Gehen wir einmal eine Sekunde, denken wir uns eine Sekunde, diese Anhörung hätte stattgefunden. Eine Sekunde. Hätten wir dann den Prozess vor dem VGH gewonnen oder verloren? Wir hätten ihn genauso verloren, wie wir ihn verloren haben, wegen der materiellen Unrichtigkeit, was wir gemeinsam wissen. Und deshalb werden wir genauso wie andere Bundesländer auch auf Schadenersatz in Anspruch genommen. Wir sind der Auffassung, dass wir am Ende diesen Prozess gewinnen. Aber, meine Damen und Herren, das ist keine Singularität in Hessen, sondern eine Frage aller Sitzländer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ganz zum Schluss, meine Damen und Herren. Ganz zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Am Ende seiner Rede hat der Kollege Schmidt angekündigt, dass das Risiko für die Landesregierung bestehe, sich der Untreue schuldig zu machen. Unsere Rechtsauffassung ist nach allem, was wir wissen, klar. Es gibt keinerlei Veranlassung, Schadenersatzansprüche darzumachen. Also, wenn Sie dann der Auffassung sind, nach einer von Ihnen unterstellt ablaufenden vermeintlichen Verjährungsfrist, diese Frage, ob es eine strafrechtliche Verantwortung wegen Täterschaft durch Unterlassen gibt, steht es Ihnen frei, das der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Damit Sie das diesmal richtig machen, gebe ich Ihnen die postalische Anschrift der zuständigen Staatsanwaltschaft gerne bekannt. Es ist die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Wiesbaden.
Mainzer Straße 124 65189 Wiesbaden, damit Sie wenigstens aus dem Protokoll diesmal förmlich richtig arbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrter Kollege Staatsminister Schäfer, vielleicht nur so viel zur gemeinsamen Regierungszeit und zur gemeinsamen Zusammenarbeit. Auch ich habe Ihnen das Gefühl, dass Sie sich in Ihrem Amt wohlfühlen. Ich glaube aber nicht, dass das die Frage ist, um die es heute geht, sondern heute geht es um die Frage, ob durch eine drohende Verjährung möglicherweise dem Land ein Schaden entsteht. Das war innerhalb dieser Debatte. Und mal neben dem Versuch, den Sie hier gestartet haben, sozusagen die Debatte ein bisschen zu retten für die Landesregierung, will ich Ihnen als verantwortlichen Finanzminister schon sagen und ja auch in Ihrer vorigen Funktion als Staatssekretär im Justizministerium, dass die Frage des Ressortprinzips und die Verantwortung ein zentraler Punkt ist. Und jetzt einmal zu der Geschichte gemeinsamen Vergangenheit. Es ist richtig, weil das ja auch immer wieder dazwischen gerufen wird, dass wir damals unterschiedlicher Auffassung waren bei der Frage, was passiert oder was passieren sollte nach der Entscheidung und der Situation in Fukushima. Die Situation war, dass Teile der FDP, große Teile der FDP und die Bundeskanzlerin der Auffassung waren, die Kernkraftwerke nicht wieder anfahren zu lassen, und dass es Teile der Union gab, die das anders gesehen hat. Wir haben das diskutiert, das ist auch streitig diskutiert worden, auch emotional diskutiert worden, aber ich will das nur einmal für die Fraktion der FDP hier feststellen. Das, was wir nicht gesagt haben, ist, dass das Verfahren, was in den Händen der Umweltministerin lag, rechtswidrig durchgeführt werden soll. Das war nicht die Auffassung der hessischen FDP. Und deshalb, Herr Kollege Schäfer, ist die Frage der Formalie, die Sie hier so ein bisschen weggetan haben, die Anhörung hat gefehlt, und ich glaube auch Ihnen als guten Jurist nicht zu sagen, dass es eigentlich ein Standardverfahren ist, dass in einem belasteten Verwaltungsakt eine Anhörung desjenigen, der da sozusagen belastet wird, durchgeführt wird, dass diese Anhörung natürlich eine Voraussetzung dafür war, ob wir das Urteil überprüfen lassen können in materieller Hinsicht. Weil die Frage der formalen Situation, die Sie sozusagen gerade diskutiert haben, die fehlende Anhörung, hat dann im Endergebnis dazu geführt, dass die Überprüfung nicht stattfinden konnte. Und deshalb lassen Sie uns die Spielchen lassen hier heute. Ich kann das verstehen, dass Sie versuchen, wunderbare Beispiele aus anderen Ländern zu bringen. Es gibt viele Länder, wo viele Parteien Verantwortung tragen. Da kann sich keine Partei hier im Hessischen Landtag rausnehmen. Aber das, worum es heute hier geht, ist die Frage, ob das, was damals durch die Umweltministerin zu verantworten war, richtig oder falsch war, ob dem Land hier ein Schaden entsteht. Wenn man den Sachverhalt mal wieder versucht, auch das zu reduzieren, Herr Schäfer, war das ein schöner Vortrag. Er ging an der Sache vorbei. Die persönlichen Animositäten lasse ich mal hier raus. Das gehört sicherlich in einer solchen Debatte dazu. Aber getroffene Hunde bellen ist eine Aussage, die heute definitiv stimmt. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schmidt, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Man kann das so machen wie Minister Dr. Schäfer und kann sagen, ja, der SPD-Antrag, da ist ein Fehler drin. Aber vielleicht kann man es ja an dem Beispiel gut nachvollziehen, was der Unterschied ist. Wir haben in der Tat, deswegen haben wir heute fast eine öffentliche Anhörung dazu durchgeführt, wir haben in der Tat Hinweise, die es gegeben hat, juristische, aus der, habe ich schon genannt, Herr Hausmann, sehr gut, aus der FDP-Fraktion, dass sich eine Gesetzesänderung vollzogen hat. Übrigens, materiell hat sich überhaupt nichts verändert, sondern es ist eine andere Rechtsgrundlage, und das haben wir korrigiert. Und genau das war doch der Punkt. Das war doch genau der Punkt, dass wir bereit sind zu Korrekturen, dass wir eine Offenheit haben. Und das ist ja genau der Vorwurf. Und da will ich es noch einmal genau untermauern. Es war völlig umgekehrt, wie Herr Kaufmann gesagt hat und auch wie Herr Dr. Andelt es versucht hat. Die Fachabteilung hat gesagt, unsere Routine, das ist ja das Zitat, unsere Routine, unsere Empfehlung ist, eine Anhörung durchzuführen. Und die Ministerin, meine Damen und Herren, ich zitiere es noch einmal, die Ministerin hat gesagt, wir machen keine Anhörung. Ihr in der Fachabteilung bringt eine Formulierung, die diesen Verzicht, dieses Absehen von der Anhörung sozusagen rechtfertigt
und verteidigt, meine Damen und Herren. Und das ist der springende Punkt. Und so ist ja auch die Debatte hier angelegt. Es wird nur noch verteidigt, es wird nur noch rechtfertigt, aber es wird sich nicht sozusagen damit auseinandergesetzt, was in Wirklichkeit war. Und die Wirklichkeit war, Sie, Frau Puttrich, hat gesagt, wir machen keine Anhörung. Und sie hat damit das Fatale in die Welt gesetzt, dass jetzt 3 Millionen € Schaden unabwendbar entstanden sind, meine Damen und Herren. Das gilt es festzuhalten. Und, Herr Minister, wenn Sie sagen, dass Sie heute Nacht Stunden verbracht haben, um den Untersuchungsausschuss über die Steuerfahnder noch einmal nachzulesen, das tut Ihnen sehrlich gut. Wo ist denn eigentlich die Rehabilitierung der Steuerfahnder? Die warten bis zum heutigen Tag darauf. Hoffentlich hat das bei Ihnen etwas gebracht. Die entscheidende Frage, und da können Sie ja jetzt noch so hier drüber gehen. Die entscheidende Frage, die wir wissen wollen, hat das Kabinett, nachdem wir in der Tat damals, als wir über den Untersuchungsbericht hier diskutiert haben, habe ich ja schon gesagt, aus unserer Sicht sehr eindeutig, ich habe es auch noch einmal belegt, hat die Ministerin die Entscheidung, die fatale Entscheidung getroffen. Und wir wollen von Ihnen wissen, gibt es denn ein Rechtsgutachten aus dem Justizministerium, aus Ihrem Hause, aus dem Hause der Umweltministerien, Ministerin, bei der im Haushalt ja übrigens der Schaden aufgeschlagen ist und auch sozusagen aus diesem Ressort gezahlt werden muss, gibt es ein Rechtsgutachten, wo genau dieses untersucht worden ist? Also wo unser Vorwurf, dass die Ministerin grob fahrlässig gehandelt hat, wenn nicht sogar vorsätzlich gehandelt hat, eine vorsätzliche Pflichtverletzung begangen, ist das untersucht worden? Das würde mich mal interessieren. Das wird, normalerweise wird so etwas bei einem Polizeibeamten, der falsch tankt, wird es gemacht und bei der Ministerin anscheinend nicht. In welchem Staat, ich wiederhole es nochmal, in welchem Staat sind wir denn eigentlich nicht? Doch. Es wird eben nur noch gerechtfertigt und verteidigt und es wird kein juristischer Rat mehr eingeholt und es wird nicht mehr überprüft, meine Damen und Herren, sondern die Vorgabe ist auch da wieder. In dem Fall schon der Ministerpräsident, in der Falle der Anhörung, eine Sache durchzusetzen vor der Wahl noch, ganz egal, am Rechtsstaat vorbei. Da hat der Kollege Grumbach ja schon einiges dafür gesagt. Wir waren auch für den schnellen Einstieg. Aber für uns war immer klar, der muss auf rechtsstaatlichen, einwandfreien Weg erfolgen. So haben die GRÜNEN übrigens auch einmal gedacht. Da gab es Debatten hier im Hause an dieser Stelle. Und deswegen hätte Anhörung stattgefunden oder nicht. Herr Minister, da gibt es ja, Steinbrück, wunderschön. Hätte Fahrradkette, meine Damen und Herren. Sie ist bewusst sozusagen nicht gemacht worden. Und Sie müssen sich doch damit einfach auseinandersetzen. Und das ist doch die Frage, auch in der Abgrenzung zwischen Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit. Hat die Ministerin tatsächlich geprüft, hat sie Rechtsgutachten eingeholt, hat sie sozusagen dann eine Entscheidung getroffen? Oder hat sie eine Entscheidung getroffen? Hat sie zur Kenntnis genommen, dass die Fachabteilung remonstriert hat? Die hat remonstriert, die hat gesagt, wir erledigen das nicht, wir wollen da gar nicht eingebunden sein, weil die ganze Entscheidung, die ganze Verfügung rechtswidrig ist. Und da sage ich, so war es doch, so war es doch, meine Damen und Herren. Und da muss man doch genau diese Frage prüfen. Rechtswidrig war es immer. Aber ist diese rechtswidrige Verfügung auf Grundlage einer Fahrlässigkeit, einer einfachen Fahrlässigkeit, ob er wegen Inkompetenz oder wegen Vorsatz auf die Welt gebracht worden? Und dazu müssen Sie etwas erklären, und dazu müssen Sie eine juristische Abwägung führen. Und wir sind der Meinung allerdings, dass man dazu eine juristische Abwägung führen muss. Und Herr Minister, weil Sie ja so wieder, das war ja so wieder nebenher, Adresse und so weiter, ich kann Ihnen auch gerne mal den Paragraphen. Kollege Schmidt, dazu ist keine Möglichkeit mehr. Ich würde Ihnen gerne mal den Paragraphen 266 Strafgesetzbuch, Frage Untreue vorlesen. Sie sollten es auch mal tun, dann kommen wir vielleicht ein Stück weiter. Es wird weiterhin auf der Tagesordnung bleiben. Da bin ich sicher. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bellino, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition! Statt zu versuchen, Schaden vom Land und vom Bund abzuhalten, veranstalten Sie hier nichts anderes als Klamauk. Und Sie vergessen dabei, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass es doch gerade Ihnen damals nicht schnell genug ging. Und Sie von der FDP vergessen, dass Sie doch damals innerhalb von 5 Stunden Ihre Meinung auf den Kopf gestellt haben, dass innerhalb von 5 Stunden nicht mehr das galt, was an Mitternacht galt. Sie drehen sich in dieser Frage, aber nicht nur in dieser Frage, schneller als ein Windrad und produzieren nichts anderes als heiße Luft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heiße,
nichts anderes. Danke schön. Nichts anderes als heiße Luft produzieren Sie. Und Sie sind sich dabei auch von der Opposition nicht zu schade, Sie sind sich von der Opposition dabei auch nicht zu schade, zu vergessen, dass Hessen wie in allen anderen Bundesländern es keinerlei Entscheidungs- und Ermessensspielraum gab. Anders als Sie heute behaupten, durften die Länder nicht von den Vorgaben des Bundes abweichen. Die Zeugen auf der Fachebene des Hessischen Umweltministeriums und des Bundesumweltministeriums, Herr Tremmel, haben das ganz klar ausgesagt. Der Bund hatte einen unterschriftsreifen Entwurf geliefert, und die Länder hatten diesen Entwurf 1:1 umzusetzen. Null Entscheidungs-, null Ermessensspielraum für die Ministerin, für die Landesregierung oder das Land Hessen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sollten uns doch einig sein, dass das schnelle Abschalten von Biblis richtig und notwendig war, dass Hessen, wie bereits gesagt, keinen Ermessensspielraum hatte und dass es jetzt gilt, Schaden von Bund und/oder Land abzuhalten. Wir wissen doch, dass der Bund schon laut Verfassung alleine die Fragen des Atomrechts zu verantworten hat. Wir wissen, dass die Bundesregierung das Moratorium öffentlich verkündet hat, bevor mit den Ländern gesprochen wurde. Sie, die Bundesregierung, hat den Ländern Rechtsgrundlage und Begründung für das Moratorium übermittelt, und sie hat die Länder aufgefordert, das so und genau so umzusetzen, und zwar schnell. Und das sagen wir auch, trotz aller parteipolitischer Verbundenheit, weil wir bei der Wahrheit bleiben, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition. Wir wissen, dass die Entscheidungen bei aller Eilbedürftigkeit sehr sorgfältig diskutiert und abgewogen wurden. Und wir wissen, dass es keine Handlungsalternativen für die Ministerin oder die Landesregierung gab. Aber statt Ihrer Scharmützel, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier zu veranstalten, sollten auch Sie daran interessiert sein, Schaden vom Land und/oder vom Bund abzuhalten, beispielsweise in Richtung Bund. Wir haben eine klare Meinung, das habe ich bereits gesagt, trotz parteipolitischer Verbundenheit, Herr Kollege Schmidt, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Der Bund hat angewiesen, hatte die Sachkompetenz an sich gezogen und war und ist zuständig. Ich habe dies dargelegt. Und Schaden vom Land abzuhalten, Herr Kollege Schmidt, meine Damen und Herren, beispielsweise in Richtung RWE. Unseres Erachtens besteht hier kein Anspruch auf Schadenersatz. Erstens. Das Unternehmen betrieb keine Schadensminderung. Zweitens. Das Unternehmen intervenierte nicht. Ganz im Gegenteil. Sie sagten schon vor der Entscheidung, wir tun alles, was ihr macht. Wir tun alles, was ihr beschließt. Wir setzen das um. Da gibt es Pressemitteilungen. Da gibt es Mitteilungen gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Drittens. Das Unternehmen konnte einen der zwei Blöcke gar nicht hochfahren, da es in der normalen, vor Fukushima eingeleiteten Revision bestand. Und Kollege Bellino, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Beer? Nein, ich muss mich eh beeilen. Viertens, meine sehr geehrten Damen und Herren, viertens, das Unternehmen hätte zig Millionen Euro bereitstellen müssen, um die sogenannten Weimar-Auflagen, die mit Fukushima gar nichts zu tun haben, zu erfüllen. HR Online, ich darf es zitieren, spricht am 17.02.2011, also vor Fukushima, von insgesamt von 260 Millionen Euro, die noch 2011 hätten bereitgestellt werden müssen. Und fünftens, das Unternehmen konnte, wie wir alle wissen, anderweitig und gewinnbringend Strom verkaufen. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition, vor diesem Hintergrund eine grobe Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz der Ministerin zu unterstellen, hat mit einer sachlichen und fairen Auseinandersetzung nichts, aber gar nichts zu tun. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, Herr Minister, zu Ihrem Auftritt, ich meine, zur Sache haben Sie ja leider sehr wenig gesagt. Ich will nur feststellen, dass Arroganz keine Argumente ersetzt. Und ich finde, dass, dass Sie so hier auch aufgetreten sind. Wissen Sie, und ich finde es auch schon bemerkenswert, dass hier Sie als Finanzminister, Sie spielen sich ja gerne in diesem Haus auf als Sparkommissar, Sie legen gerne die Daumenschrauben an bei den Kommunen und erklären denen, wo Sie vielleicht noch einmal 10.000 € einsparen können. Aber wie nonchalant Sie hier darüber hinweggehen, dass hier gerade einmal ein Schaden von 3 Millionen € entstanden ist und vielleicht noch ein viel größerer Schaden entstehen wird. Darüber gehen Sie einfach hinweg. Und das finde ich auch gerade in der Position des Finanzministers, finde ich das schon bemerkenswert, Herr Schäfer, wie Sie hier aufgetreten sind. Und dann argumentieren Sie, die Mehrheit des Landtages hatte eine andere Rechtsauffassung. Ja, Herr Minister, das hilft Ihnen gar nichts, wenn die Verwaltungsgerichte in diesem Land ihre Rechtsauffassung nicht teilen. Weil leider lässt es das Verfahren zu, dass Sie mit Ihrer Mehrheit beschließen können, was in Abschlussberichten von Untersuchungsausschüssen steht, und dass Sie dann am Ende mit Mehrheit beschließen, dass alles super war und dass es überhaupt keinen Skandal gibt. Aber glücklicherweise können Sie mit Ihrer Mehrheit Gerichtsverfahren, rechtsstaatliche Verfahren noch nicht bestimmen. Und das ist das Gute dabei. Und Herr Minister, wenn Sie jetzt argumentieren, wenn man eine Anhörung gemacht hätte, was man hätte tun müssen, dann wäre das ja trotzdem materiell rechtswidrig gewesen. Da würde ich sagen, ja, das stimmt. Aber man muss sich nicht damit rühmen, dass man mehr als einen Fehler gemacht hat. Das macht die ganze Sache nämlich nicht besser, sondern das macht es noch schlimmer. Und ich bin schon der Meinung, dass das allen sehenden Auges passiert ist. Wissen Sie, es ist doch nicht so, dass es keine warnenden Stimmen gegeben hätte. Es ist doch nicht so, dass es nicht von Anfang an das ganze Verfahren problematisch war. Und ich will das noch einmal in Erinnerung rufen. Es gab das Treffen mit dem Ministerpräsidenten, der Kanzlerin, des damaligen Bundeswirtschaftsministers im Kanzleramt. Dort wurde dieses Moratorium vereinbart. Ministerpräsident Bouffier hat zugestimmt. Am gleichen Tag findet nachmittags ein Treffen der Umweltminister statt in Berlin. Wer nimmt als einzige Ministerin an diesem Treffen nicht teil? Frau Puttrich. Frau Puttrich hat daran nicht teilgenommen. Sie ist zwar nach Berlin geflogen, ist aber vor dem Treffen wieder zurückgeflogen, um in Hessen eine Pressekonferenz zu geben. Also, Herr Frau Puttrich, Sie können da gerne etwas zu sagen. Also, ich finde ja, fände es ja gut, wenn Sie sich hier in der Sache mal einlassen würden und mal ein bisschen was dazu erklären würden. Das heißt also, die Ministerin, und das halte ich für absolut verantwortungslos, in einer solchen Situation, wo jeder weiß, um was es ging, nicht am Treffen der Umweltminister teilzunehmen, sondern stattdessen einen Abteilungsleiter hinzuschicken, um nach Hause zu fahren und sich hier vor die Presse zu stellen, ohne zu wissen, was man da eigentlich erklären soll. Und dann kommt dieser Abteilungsleiter einen Tag später zu Ihnen und sagt Ihnen, das ist ein Problem, so wie die Abschaltverfügung aussehen soll, so können wir das überhaupt nicht machen, das ist überhaupt nicht rechtssicher. Dann sagt die juristische Fachabteilung, so können wir das nicht machen, wir übernehmen dafür keine Verantwortung, wir zeichnen das nicht ab. Und statt dass Sie das rückkoppeln, also ich meine, da setzen wir sich doch einmal in Verbindung mit dem Bundesumweltministerium zum Beispiel oder sagt dem Ministerpräsidenten mal, da läuft irgendwas nicht. Nein, was tun Sie? Statt die Bedenken ernst zu nehmen, wird die Fachabteilung von ihren Aufgaben formal entbunden. Und das ist genau das Problem, dass die ganzen Warnungen, die waren doch da. Herr Bellino, wenn Sie sagen, da hätte man ja nicht wissen können, dass RWE dagegen klagt. Hätte man Zeitung gelesen in der Woche, hätte man das wissen können. Hat RWE nämlich angekündigt. War damals sogar im Pressespiegel des Umweltministeriums, haben wir in den Akten gesehen. Weil RWE hat nämlich schon vor der Abschaltverfügung angekündigt, dass RWE rechtliche Schritte prüft, aber erst noch auf die Abschaltverfügung wartet, was da drin steht. Also, dass man nicht genau wusste, dass das natürlich Klagen eingereicht werden, das ist doch wirklich ein Witz, das heute anders darzustellen. Und deshalb, ich glaube, das Problem ist, dass hier der fatale Eindruck entsteht. Wenn man bei der Hessen-CDU kann man sich alles erlauben. Man kann Millionenschäden verursachen,
man kann sich rechtswidrig verhalten, man kann sich alles erlauben. Hier muss niemand folgen und Konsequenzen für sein eigenes Handeln haben. Hier muss keiner zurücktreten. Und das ist ganz fatal, weil der Eindruck entsteht, dass es hier Menschen gibt, Kollegin Wissler, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Das ist so fatal, weil es hier der Eindruck entsteht, dass es hier Menschen gibt, die sich über rechtsstaatliche Prinzipien einfach ungestraft hinwegsetzen dürfen. Und das kann einfach nicht sein in diesem Land. So, jetzt machen wir. Das Wort hat Kollegin Beer, FDP-Fraktion, 1:30. Kollegen, ich habe eine Frage an die Landesregierung. Ich habe hier eben die Argumentation verfolgt. Der Kollege Bellino argumentiert, es gibt keinen Schaden am Ende, weil sich im Hauptsacheverfahren gegen RWE herausstellen wird, RWE hat sich falsch verhalten, wir werden die Klage gewinnen, also kommt es auf das Verschulden der Ministerin nicht mehr an. Der Finanzminister erklärt, es kommt auf das Verschulden der Ministerin nicht an, einen formalen Fehler gemacht zu haben, auf dem ein Schaden resultiert, weil es ist auch ein materieller Fehler gemacht worden, und von daher kommt es auf das Verhalten der Ministerin in dem Fall nicht an. Offensichtlich gibt es also einen Widerspruch zwischen der Landtagsfraktion und dem Finanzminister, worauf denn jetzt der Fehler beruht und dass, ob man deswegen einen Schaden und damit auch gegebenenfalls ein Verschulden ableiten kann. Da frage ich mich, nur um auch die Interessen des Landes und damit der Steuerzahler zu wahren, warum einigen Sie sich nicht auf einen Verzicht auf die Einrede der Verjährung und warten dann das Verfahren ab, Herr Kollege? In dem Zusammenhang würde mich rasend interessieren, ob darüber mit der Ministerin gesprochen worden ist, wie sie sich dazu stellt und wie man dann als Landesregierung auf eine eventuelle Weigerung, auf die Einrede zu verzichten, reagiert. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Kollegin Beer hat genau 1:20 gesprochen. Deswegen habe ich ihr das Mikrofon auch noch einmal eingestellt, Frau Lennart. Nee, also die 10 Sekunden, die kassieren wir jetzt hier oben. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr zum Tagesordnungspunkt 25. Ich habe trotzdem keine weiteren Wortmeldungen, Kollege Schäfer-Gümbel. Damit ist die Debatte zum Tagesordnungspunkt 25 beendet. Und der Antrag 3847 aus 19 wird in den ULA überwiesen. Mit dem Änderungsantrag. Der Minister will ja dann die Gelegenheit haben, offene Fragen zu beantworten. Deswegen, da es auch um Steuergeld geht, Landesfinanzen, ist der Haushaltsausschuss sicherlich der Richtige. Gut, also ich denke, auf jeden Fall wird der ULA beraten, ist mitberaten. Der Haushaltsausschuss, gibt es Einverständnis, dann wird der Antrag auch in den Haushaltsausschuss überwiesen, zusammen mit dem Änderungsantrag. Zusammen mit dem Änderungsantrag, den Herr Schmidt gestellt hat, der hier im Präsidium auch schriftlich vorlag.